Vorletzter Starter im CDI 4 Sterne Grand Prix ist Matthias Bauten. Er stellt uns den 13-jährigen Hengst Meglis Boston vor. Die beiden sind die Sieger von Oldenburg. Da haben sie die Grand Prix-Kür mit 77,84% gewonnen. Matthias Bauten ist Chefbereiter auf dem Georgihof im Besitz der Familie Megle, die auch gleichzeitig diese Teilwerte zum Megle Champions of Honor ins Leben gerufen haben. Eine Herzensangelegenheit der Familie Megle. Besonders die Harmonie im Dressurreiten in den Fokus zu stellen. Ich habe es bereits erwähnt, die Wertung zum Champion All Over ist noch komplett offen. Da kann sich heute und morgen im Grand Prix noch einiges neu entscheiden. Oh, schauen Sie mal. Das war ein toller Bergauf-Antritt. Ich habe vorhin von gesprochen, dass da das Genick hin zeigt, wo die Schulter auch hintreten kann. Oh, das macht er toll. Sehr schön. Gute dynamische Passage. Hier braucht er eine Weile, bis er den Rhythmus und den Takt findet. Ah, das macht er gut. Unterstützt den Hengst. Sehr gutes Schreiten. War das Beste, was wir in der Prüfung bisher gesehen haben, aus meiner Sicht. Klarer Raumgriff. War kein Problem, auch die Rückführung in den versammelten Schritt. Ist immer die Frage, ob der Takt da gefährdet ist. Die viel Übertritt im Schritt haben, kann das ja auch mal zu Problemen mit der Versammlung führen. Aber bei Meglis Boston kein Problem. Hier kommt er besser in die Piaf. Die Gruppe senkt sich aus der Perspektive sicher in Selbsthaltung. Gutes Rausreiten. Gut, gelungenes Angaloppieren. Ein tolles Seitenbild von den beiden. Ach, schade. Der letzte Wechsel in der Serie der Zweier, da ist er hinten nicht mitgesprungen. Ansonsten sehr schön nach vorne angelegt. Mit Risiko ins Vorwärts und die Rückführung deutlich erkennbar. Klar, der Wechsel gelungen. Und dann schwankt er ganz leicht in der Einleitung. 6-1. Na, für meinen Geschmack sehr frei im Tempo angelegt. Dadurch erschien es mir, aber das ist auch immer eine Sache der Perspektive, als würde er die Hinterhand nicht immer bis zuletzt kontrolliert halten. Gut. Das war ein gelungener Einerwechsel. Auf dem Weg in die Piorette kommt der Hengst sehr gut zurück. Na, erhalten den Takt.
Jawohl. Das nochmal konzentrieren. Da blieb er eben einmal hinter der Hilfe, musste er nochmal nach vorne anlegen, sonst wäre die Einleitung zu früh. Und da kam er dann ganz leicht aus dem Dreitakt. Eine ganz leichte Störung in die Lektion mit übergehend. Ah, da lässt er ihn schön nochmal mit viel Ausdruck nach vorne an die Hand traben. Jetzt nochmal fokussieren auf die Schlusslinie. Nase schön vor der Senkrechten. Mal nicht freier werden. Na komm! Jawohl. Ah. Gut rausgeritten. Jetzt halt ihn dynamisch. Sehr gute Runde von Matthias Bauten und Magnus Boston. Schade, diese Fehler in der Tour der Zweierwechsel. Aber mit schon recht sicheren Übergängen, Piaf Passage und ganz besonderes Highland. Er hat immer wieder die Stärken des Pferdes versucht herauszureiten. Besonders hervorzuheben natürlich, klar, der starke Schritt. Bin gespannt, was die Richter jetzt zu den beiden sagen. Das ist die neue Führung. Matthias Bauten bekommt 73,043%.